Okay, Brad hat's hinter sich. Und dieser Asi. Wir können uns jetzt entscheiden. Quicktime-Event. Das ist ziemlich geil bei Resi. Fight with the monster or enter the police station. Wir fighten. Und er hat mir... Ja, schon hält sie sich am Arm. Hey, wie soll... Oh Gott. Ja, Freunde, da haben wir auch schon den ersten Knockout. You died. Ich bin auch ganz ehrlich. Ich habe nicht schnell genug auf die Tasten gehämmert, um mich zu befreien. Ich war noch ein bisschen geschockt, dass er mir direkt mal eine mitgibt. Und ja, eigentlich ein ziemliches Arschloch ist das blöde Vieh. Ja, hallo, das kennen wir doch. Wie viel Zeit habe ich denn überhaupt noch? Kurzen Schnitt, Freunde, ich muss gucken wegen der Zeit. Und da bin ich auch wieder, beziehungsweise wird dies jetzt schon der nächste Part sein. Ja, wir laden nochmal. They have taken everything from me, everything, but I won't give up. I won't allow them to win. I will survive. They can't stop my last escape. Okay, Nemesis. Es steht 1-0 für dich. Jetzt gibt's Revenge of Sluxy. Puh. Hey, wie der mir so ein... Nee, unglaublich. Die Reichweite dieses Arms von ihm. So, ich drück das jetzt schnell weg. Okay, ich kann es nicht wegdrücken. Doch, jetzt. Ah, du Ratte! Oh Gott! Okay, er schmeißt mich. Geh hoch, Jill! Ja. Du bist ganz toll. Du hast einen kleinen Penis. Okay. Okay, es läuft nicht so unbedingt prickelnd. Oh! Oh, Kacke! Oh. Okay. Erste Hälfte. Ja, Freunde, erste Hälfte ist geschafft. Oh shit! Steh auf, Jill! Steh auf! Nein! Oh mein Gott! Oh nein! Komm, chill. Oh nein! Oh, chill, geh hoch! Geh hoch, du blöde Kuh! Oh Gott! Oh Gott, der Typ, der macht mich fertig, Alter. Der macht mich fertig. Oh, er, oh Gott. Oh, geil. Oh, Blut und Wasser geschwitzt. Oh Gott, mein Herz. Oh, Eagle Parts, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Oh Mann, Brad, du alte Socke, du hast es nicht geschafft. Ihr könnt den Ausweis hier von Brad, wenn ihr gegen ihn kämpft, auch so einsammeln und euch dann gleich ins Polizeiquartier Station Dingens verpissen, wenn ihr nicht gegen ihn wollt. Aber jetzt haben wir halt schon mal weil die Stars. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr seht, Schrotflinte leer. 14 Schuss in den Reihen gedrückt. Was weiß ich, wie viel Pistolenschuss. Zwei volle Heilung benutzt, aber aufs Übelste. Oh Leute, ich bin runter. Mit den Nerven, geil. Richtig geiler Kampf, ey. Oh. Wahrscheinlich hat man hier voll das Button-Mashing gehört bei mir. Aber bei dem musste echt auf die Tasten hauen. Dieser Weg ist zu. Der ist in der Resident Evil 3 Version nicht verfügbar. Hier vorne liegt Munition. Die kann ich auch dringend gebrauchen. So, Freunde. Oh. Liegt hier noch was? Police Station Map. Yeah, geil. Also ihr seht, sie ist nicht groß. Will you use the Stars Card? Gerne doch. Halt, halt, halt. Ich hab's nicht gesehen. Nochmal, bitte. Today's Password for the Safe is 0513. Also das variiert auch immer von Durchgang zu Durchgang. 0513. Das merken wir uns mal. Geh kaputt, Mann. Okay, der bleibt liegen. Oh. Guten Tag. Das war jetzt ein bisschen auf Risiko. Nee, aber der hat's hinter sich. Ja. It's RPD Officer, also Raccoon Police Department Officer Marvin Barnack. He's been fatality wounded, also tödlich verletzt von den Zombies. He appears to be holding, er hat was in seiner Hand. Marvins Report, okay, Marvins Bericht. Gut, den lese ich jetzt auf Deutsch vor. 24. September. Es wird berichtet, dass noch vor Sonnenaufgang ein Diebstahl im Kommunalgebäude stattfand. Eine juwelenbesetzte Uhr am Haupttor wurde beschädigt. 2 der 12 Steine auf der Vorderseite der Uhr fehlen. Da zurzeit keine Beamten zur Verfügung stehen, muss ich die Untersuchung dieses Falles vorerst aufschieben. Unterzeichnet Marvin Barrank. 26. September. Anhand des Autopsieberichts über einen 42-jährigen Restaurantbesitzer fand ich heraus, dass er einen der Edelsteine besaß. Offensichtlich suchte er gegen 10 Uhr auf der Polizeidienststelle Schutz, wo er allerdings erschossen wurde, als nach 10 Minuten die Symptome auftraten. Da die Stadt derzeit unter Kriegsrecht steht, sind wir gezwungen, den Fall auszusetzen. Den Edelstein werden wir vorerst als Beweisstück aufheben, unterzeichnet Marvin. Gut. So, vielen Dank, Marvin. Ich glaube... wahrscheinlich Polizei, Familienfoto. Ich glaube, du hast auch... Moment mal, willst du jetzt hier rein? Da habe ich jetzt aber was dagegen. Hallo? Das ist mein Büro. Geh weg. Ho, der war mal wieder knapp. Na okay, der blutet. Der ist fertig mit der Welt. Sehr gut.
Ich glaube, sonst gab es ja auch nichts mehr. Gibt es hier noch was an der Pinnwand? Nein. Okay. Gehen wir weiter. Ah ja, was haben wir denn hier? Da ist ja der Beweisstück. Das Beweisstück und ich kann nichts mehr tragen. Na toll. Kann man hier noch irgendwelche Briefe, Schriftstücke, Dokumente lesen? Nein. Locked with a simple lock. Also ein einfaches Schloss. Das heißt, da brauchen wir später noch den Dietrich. Und hier hinten haben wir... Ah ja. Was war's? 0513. Und wir können keine weiteren Items mehr tragen. Der Schlüssel muss auch noch ein bisschen warten. Okay. Weiter geht's. Oh, Polizeirevier. Gruselig. Aha. Hier steht wieder eine. Schätzchen, hier bin ich. Ja. Scheiße! Geht ihr mal alle weg da. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, nee. Wie viele sind denn hier noch? Oh, ganz ehrlich, Leute. Sind dann jetzt alle... tot? Endgültig tot? Danke, ja, bitte. Oh, ich krieg hier noch einen Herzinfarkt, Alter. Fast noch gefressen worden auf dem letzten Meter. Puh. Aber hier sind wir erstmal sicher. Okay. Krasse Kiste, Mann. Davids Memo. Okay, das lesen wir noch schnell. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Ich kann immer noch nicht glauben, dass all das wirklich passiert. Wir haben gestern noch einen Mann verloren, Meyer. Ein sehr guter Schütze. Einmal, als uns die Zombies überrannten, sah er, wie ich in Panik geriet und kam zurück, um mich zu retten. Doch ich floh, anstatt ihm den gleichen Dienst zu erweisen. Ich kann immer noch hören, wie er meinen Namen ruft. Ich kann immer noch die Schreie hinter mir hören. Das Geräusch. Wie sein Fleisch von den Knochen gezerrt wird. Ich hatte Angst, furchtbare Angst. Heute ist der 27. Der Kampf ums Überleben geht weiter. Ich habe ein paar Zombies erledigt. Die schafften, die Barrikaden zu durchbrechen. Jetzt überstehe ich die Kälte dank des Whiskys und feuere meine Mossberg über alles Untode. Dieses Gewehr ist mir lieber... Moment, dieses Gewehr ist mir ein lieber Freund geworden. Ich habe damit schon viele Zombies zu Dünger verarbeitet. Gestern verloren wir 13 Mann in 3 Stunden. Werden wir in Versammlungsraum über belanglose Dinge streiten. Die reinste Zeitverschwendung. Wenn ich mit dieser Flasche fertig bin, wird mein alter Freund Mossberg noch einen letzten Körper zum Kadaver machen. Dann ist Frieden. Ich kann es kaum erwarten. Wow, da geht's ja tierisch ab, hey. Und Leute, ich mach an dieser Stelle im Safe-Raum auch einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, euer Slugsy.